So, willkommen zurück zum mittlerweile Let's Play von Deponia, dem ersten Teil der Reihe. Und wir haben zwei To-Dos, denn wir haben eine Liste, ein Rezept besser gesagt, für den besten Espresso der Welt. Und zwei Sachen fehlen uns noch, und zwar energiereiches Wasser und klares Wasser. Für das energiereiche Wasser müssen wir hier an diesen unendlichen Quell der Batteriesäure. Dafür brauchen wir ein passendes Behältnis, was wir noch nicht haben. Und das zweite, das klare Wasser, das wird irgendwas mit Wenzel zu tun haben. Ein Teil des Rätsels können wir uns schon zusammenklabüstern, denn Wenzel hat einen Schornstein mit einer Klappe drauf und wir wissen, dass dieses Rohr Wasser führt. Und das können wir hier mit dieser Kette können wir das Wasser rausfließen lassen, aber nicht in seinen Schornstein, weil da ist ja eine Klappe drauf. So. Scheinbar brauchen wir aber das Wasser, denn wir gehen das nochmal kurz durch. Wir haben hier unten Löcher in sein Rohr gebohrt und das ist auch das Einzige, was wir unten machen können. Und dieses Rohr befindet sich unter der Dusche. Das heißt, wenn wir es irgendwie schaffen, Wasser in das Haus von Wenzel laufen zu lassen, vornehmlich irgendwie in die Dusche, sollte es hier unten, wieder geiles Gitarren-Solo Rufus, sollte es hier unten rauströpfeln und dann wird Wenzel vermutlich mit seiner Wünschelrute hier denken, er hat in seinem Keller eine Wasserquelle gefunden, dann wird Wenzel verschwinden, weil Wenzel gesagt hat, er wird erst verschwinden, also zum Bürgermeister, wenn er Wasser gefunden hat und dann können wir mit der Wünschelrute hoffentlich echtes, geiles Wasser finden. Vielleicht im Rathaus, das hat Wenzel nämlich erwähnt, dass unser Vater wohl vormals Bürgermeister von Deponia angeblich frisches Wasser irgendwo versteckt hat im Rathaus. Ohne Wünschelrute kommen wir da aber glaube ich nicht hin. Jetzt ist die Frage, wie kriegen wir das Wasser hier in die Wohnung? Oder wo kriegen wir ein Behältnis her? Es hat irgendwas damit zu tun, dass wir hier einen Kaminofen haben. Und der ist unter dem Rohr mit der Kappe. Und wir wissen auch schon, wir haben Luftballons und die können wir da hochjagen, aber nicht so. Gute Idee, wenn die Ballons nur nicht so schlapp rumhängen würden, wie Wenzel immer. Jetzt ist natürlich die Frage, können wir die einfach irgendwie aufblasen? Ja, zusammenschweißen hatten wir schon versucht. So baut man keine Heißluft. Ja. Und können wir die Luftballons mit uns benutzen? Nee, ne? Okay. Das heißt, irgendwie müssen wir die Luftballons aufblasen lassen. Für das eine Rätsel, um hier irgendwie weiterzukommen. Oder wir brauchen ein Gefäß. Okay. Schauen wir uns nochmal hier im Rathaus um. Vielleicht ist da irgendwas. Ein Automat, das bringt alles nichts, ne? Da haben wir nur unsere Karte. Ich habe lange genug unsere Nummer gewartet, gezogen. Wofür ich alle Zeit der Welt habe. Was hat er gerade gesagt? Lange jetzt heißt es Nägel mit Köpfen machen. Wofür ich alle Zeit der Welt habe. Ah ja, okay. Was ist das? Öffnungszeiten? Die Post öffnet wieder um Uhr. Um Uhr? Um welche Uhr denn? Hier fehlt doch was. Moment mal. Wir haben... Das ist eine Wartenummer, ne? Das bringt uns nichts, wenn... Weil die gute Lotti hat uns gesagt, die Post öffnet erst, wenn die Uhr wieder repariert ist. Das heißt, wir müssen da irgendwas reintun, wo eine Zahl drauf ist. Aber 63 ist ja keine Uhrzeit. Das muss nicht gewartet werden. Ja, okay. Wegen Wartenummer. I see. Ja. Können wir die irgendwie, wenn wir die reparieren, dann kommen wir vielleicht zur Poststelle. Und in der Poststelle gibt es ein Gefäß. Ich weiß es nicht. Gucken wir nochmal hier. Hier war nichts, ne? Der Türknopf, da geht nur wahrscheinlich die Tür hier auf. Beziehungsweise zu. Und hier kommen wir zur Bühne. Können wir nochmal mit Gizmo reden? Dr. Gizmo? Was denn jetzt noch? Ich will einen Notfall melden. Ich höre...
Feuer! Unmöglich! Das hätte meine Brandschutzsensorik schon längst detektiert. Sie haben eine eigene Brandschutzsensorik? Ja, die wurde nötig, als du 8 wurdest. Das war mein letzter Geburtstag mit Dad zusammen. Es gab einen Kuchen und ich glaube, ich erinnere mich sogar an ein Feuerwerk. Ich mich auch. Unglaublich, was 8 Kerzen alles anrichten können. Ja, ich glaube, das hatten wir letztes Mal schon. Danke für nicht wirklich. Aber hier ist nichts. Schade. Okay, dann wäre die Vermutung, dass wir in der neuesten Location, die wir haben, nämlich in der Notfallstation, noch irgendwas finden. Wir haben nämlich hier noch diesen Feuerlöscher, aber damit können wir nicht die Luftballons füllen, oder? Ich kann das Ding nicht mehr sehen. Nee, ich kann das nicht mehr sehen. Was haben wir noch? Ein Lachgascontainer. Warte mal, können wir da Lachgas reinfüllen? Oh, das sieht gut aus. Ja, moin. Ballon mit Lachgas. Clown unter die Nacht. Clown. Okay, jetzt schnell ab zu Wenzel. In der Hoffnung, dass damit jetzt alles ins Rollen gerät. So. Ballon mit Kaminofen. Ja, der ist weg. Okay, wir müssen nochmal einen aufblasen. Da müssen wir irgendwas dranhängen, wahrscheinlich, dass sich das verhakt. I see. Falsch. Da sind wir falsch. So, ab zur Notfallstation nochmal. Können wir eigentlich mehrere aufblasen, damit wir einen als Backup haben? Wahrscheinlich nicht, oder? Nochmal. Einer reicht vor. So, jetzt die Frage, was können wir dranhängen? Spritze macht keinen Sinn, Aufputschmittel, das brauchen wir alles für was anderes. Vielleicht den Haken. Luftballon mit Haken, ja, das wird ja doch sein. I guess. So, watch this. Geil. Irgendwie war das nicht so witzig, wie ich dachte. Okay, doch. So. Und jetzt machen wir es hier mal schön feucht. Jetzt ist die Frage, wie können wir das Rohr denn ausrichten? Das ist ja das Falsche. Aha! Es bleibt an der Kappe hängen. Das ist ja umso besser. Na dann. Viel Spaß, Wenzel. Okay, ist ein bisschen viel. Der arme Wenzel, sein zartes Herz wird brechen, wenn er merkt, dass die Quelle in seinem Keller nicht echt ist. Schnell, bevor ich's verpasse. Okay. Wenzel? Ich bin hier unten. Komm schnell, du wirst es kaum glauben. Der arme Wenzel denkt noch immer, er hätte eine Wasserader gefunden. Dabei ist es nur eine Überschwemmung im Keller. So ein Pech. Was ist denn los, Wenzel? Ich habe eine Wasserader gefunden. Weißt du, Wenzel, freue mich wirklich eine gefunden. Zu früh. Manchmal denkt man, man hätte eine Wasserader gefunden. Dabei ist es nur... Moment mal, das ist ja tatsächlich eine Wasserader. Unglaublich, nicht wahr? Ich bin reich. Aber das kann doch gar nicht sein. Das verdanke ich nur dir, beziehungsweise... der Wünschelrute deines Vaters. Du bist ein wahrer Freund. Weißt du was? Du hast mit mir geteilt und jetzt teile ich mit dir. Wirklich? Natürlich. Und zwar diesen glücklichen Moment des Triumphes. Danke, Wenzel. Lass ihn uns zusammen genießen. Hörst du auch dieses Knirschen? Es sind nicht meine Zähne. Aha, ich bin reich. Oh Mann. Da, ich sehe es ganz genau. Steine. Und da schwimmt ein toter Käfer. Klares Wasser. Ja, gut. Aber dann braucht er jetzt wenigstens die Wünschelrute nicht mehr, denke ich. Wo ist er denn hin? Ach, der ist jetzt wahrscheinlich im... Jo. Im Rathaus, oder nicht? Die Sache ist, wir haben jetzt aber hier ja auch klares Wasser, aber wir haben immer noch kein Behältnis dafür, oder was? Oder zählt das als...
Nee. Oh Mann. Können wir hier irgendwas machen, wo Wenzel jetzt nicht mehr da ist? Ah, da ist die Wünschelroute. Fast übersehen. Jo. Okay, dann gehen wir mal ins Rathaus. In der Hoffnung, dass unser Dad da wirklich mal was hat. Was versteckt hat. Ah, Rufus. Ich glaube, du kannst mir gratulieren. Der Bürgermeister war ganz angetan von meinem Fund. Er meint, die Ader macht Kuwak zu einer der drei reichsten Siedlungen im Südquadranten. Er wartet jetzt nur noch den letzten Anwärter ab, aber bislang habe ich die stärkste Bewerbung. Du sollst Goal bei dir aufnehmen? Ha, dass ich nicht lache. Was denn? Mit der Wasserader auf meinem Grundstück bin ich einer der einflussreichsten Männer Kuwaks. Und mit einer Orbit-Elfe im Haus könnte ich sogar Ehrenbürger werden. Wer weiß, vielleicht trete ich sogar eines Tages in die Fußstapfen deines Vaters. Aber ich habe sie gerettet und ich werde sie auch bei mir aufnehmen. Ach, Rufus, du hast doch nicht mal ein eigenes Haus. Was willst du dem Bürgermeister also erzählen? Naja, ich... Nummer 63, bitte! Ja, das sind wir. Ja gut, dann gehen wir erstmal zum Bürgermeister. Vielleicht hat der ein Gefäß. Lotek, ich muss mit Ihnen reden. Es geht um... Wo ist er denn hin? Lotek? Was? Er stört! Huh? Schlafen Sie etwa im Schreibtisch? Das hier ist der traditionelle Schlafplatz des Bürgermeisters. Vor mir hat bereits sein Vater hier geschlafen. Das war allerdings, bevor er die Dorfgemeinschaft im Stich ließ. Ich kann ihn nur allzu gut verstehen. Dich hat er auch einfach zurückgelassen. Trotzdem, wie kann man nur in einem Schreibtisch schlafen? Zugegeben, er steht nicht richtig zum Erdmagnetfeld. Aber dein Vater hat extra ein Gerät einbauen lassen, um das zu korrigieren. Was? Ich bin wegen der Elysianerin hier. Das sind sie alle, aber du kommst zu spät. Die Anhörung ist abgeschlossen. Abgeschlossen? Aber ich habe sie gefunden. Soweit ich weiß, hat Hanek sie gefunden. Ich habe sie vorher gefunden. Und sie einfach liegen lassen? Nein, das war anders. Ich habe sie runtergeschubst. Mit solchen Argumenten hättest du nicht einmal dann eine Chance, wenn die Anhörung nicht bereits beendet wäre. Aber sie verdankt mir ihr Leben. Schwer vorstellbar, wo sich doch 90% aller Verletzungen in Kuwak auf dich zurückführen lassen. Aber davon sind wiederum 90% meine eigenen Verletzungen. Hör mal, Rufus. Immer wenn Chaos in Kuwak ausbricht, bist du die Ursache. Am Ende ist es wahrscheinlich sogar deine Schuld, dass das Mädchen ja, im Himmel gefallen ja. ist. Nein, das war anders. Also mit solchen Argumenten hättest du nicht... Aber sie muss zurück in ihre Welt. Zurück nach Elysium? Guter Witz. Du weißt besser als jeder andere, dass es keine Möglichkeit gibt, Deponia zu verlassen. Nichts, was jemals auf Deponia gelandet ist, kommt hier je wieder weg. Mein Vater hat es geschafft. Das ist weder wahrscheinlich noch beweisbar. Ich verstehe ja, dass du gerne daran glauben möchtest. Aber viel wahrscheinlicher ist doch, dass dein Vater bei dem Versuch in irgendeinem Müllberg gelandet ist. Also mit solchen Argumenten hättest du nicht... Na, so ein Pech. Wie ungewohnt einsichtig von dir. Meine Entscheidung ist gefallen und du kannst nichts mehr daran ändern. Mir gehen die Argumente aus. Wir finden schon noch welche. Wirklich? Ist noch was? Ich muss nämlich langsam mal in den Sitzungssaal. Und ob. Was denn jetzt noch? Ich will meinen Wohnsitz abmelden. Ich will meinen Wohnsitz abmelden. Du hast doch gar keinen Wohnsitz. Du schnorchst dich bei deiner Ex-Freundin durch. Immerhin schlafe ich nicht in einer Schreibtischschublade. Zügle deine Zunge, Bursche. Das hier ist der traditionelle Schlafplatz des Bürgermeisters. Wenn dich doch nur dein Vater so reden hören könnte. Immerhin hat er hier vor mir gearbeitet. Sie meinen geschlafen. Du weißt doch gar nicht, was Arbeit bedeutet. Wenn du nur ein wenig fleißiger gewesen wärst, hättest du ohne weiteres in die Fußstapfen deines Vaters treten können. Die Fußstapfen meines Vaters führen weg von diesem Planeten. Und da werde ich auch hinkommen. Und du denkst, dass du das ohne Arbeit erreichen wirst? Ich kann den alten Mann verstehen, dass er dich nicht mitnehmen wollte. Hey! Oh!
Anstatt den Schreibtisch zu verrücken, hat mein Vater lieber das Erdmagnetfeld manipuliert? Er war der egozentrischste Sturkopf, den ich jemals erlebt habe. Das ist doch gelogen. Ach ja? Warum denkst du, hat er dich hier zurückgelassen? Weil ihm alle anderen Menschen egal waren. Selbst sein eigener Sohn. Eine traurige Ironie, dass du trotzdem genauso egoistisch geworden bist wie er. Egoistisch? Ich? Ich habe gerade erst mein Leben aufs Spiel gesetzt, um eine Frau aus den Klauen des Organons zu retten. Ohne jeden Hintergedanken, nehme ich an. Ja. Hervorragend. Sie werden noch ganz schön gucken, Lotek. Ich werde diese Frau retten. Und dann wird jeder Mensch auf diesem Planeten sehen, wie uneigennützig ich bin. Aber dann ist es zu spät. Dann sitze ich nämlich bereits in Elysium bei einem Cocktail und lache über euch Idioten, die ihr weiterhin im Schutt wühlen müsst. So. Sehr uneigennützig. Wann macht die Post auf? Wann immer ich es für richtig halte. Denn ich bin der Bürgermeister. Was für eine bescheuerte Regel. Ich hab deinen Vater eingeführt. Bescheuert, aber nicht übel. Das Mädchen gehört zu mir. Falsch. Ich habe bereits anders entschieden. Mir gehen die Argumente aus. Endlich. Ist noch was? Nein, nichts weiter. Dann sieh zu, dass du wegkommst. Ich muss in den Sitzungssaal. Das ist der Sitzungssaal. Ich muss mal kurz was checken. Ich habe das Gefühl, dass die Musik hier relativ laut war im Vergleich zum Gespräch. Deswegen mache ich das alles ein bisschen niedriger. Obwohl die Musik natürlich sehr gut ist, aber zu laut sollte es natürlich nicht sein. So, was haben wir denn jetzt hier? Ein Fernschreiber. Hier ist eine Nachricht vom Bürgermeister von Busa Westwok angekommen. I see you are an idiot. Hä? Entweder war da eine Katze auf der Tastatur oder der Telefonist hat sich beim Abtippen geirrt. Strong. M-A-C-H-T-S G-U-T I-H-R Trottel? I... Die... Nee, fast. Verdammt, jetzt habe ich den Faden verloren. Okay, danke dafür. So, wir haben eine Gegensprechanlage. Eine Klingel. Ein Wasseremblem. Dieses Symbol kommt mir bekannt vor. Ah, vielleicht können wir da mit der Windschnurrute was machen. Nanu, oha. Was ist denn das? Ein Geheimfach. Sieht so aus, als käme ich Dads Geheimnis am Ende doch noch auf die Schliche. Ein Schlüssel. Mein Vater wusste, dass ich so clever sein würde, ihn zu finden. Wie viel ich dafür wohl bekomme, wenn ich ihn einschmelze? Ein Schlüssel. Mein Vater wusste, dass ich so clever sein würde. Wie viel ich da... Okay, so, wir haben noch einen Globus. Was für ein Schrotthaufen. Mit HW von Edna und HW drauf. Oha, was ist das? Ein Glas? Hey, das ist Dads Wasserglas. Ich habe ihn fast nie ohne gesehen. Er hatte wohl Angst zu dehydrieren. Können wir damit entweder das Wasser aus der Quelle nehmen bei Wenzel? Oh, da kann auch noch der Schlüssel rein. Oder die Batteriesäure. Das ist zwar alles unnötig kompliziert, aber wahrscheinlich wollte Dad sicher gehen, dass nur ich so weit komme. An sein großes Geheimnis, sein Vermächtnis. Das ist bestimmt Schnaps. An seinen Schnapsschrank. Ja. Ja, immerhin. Der Duft Schnaps. Erinnert mich an etwas. Dads Aftershave? Fast. Schnaps. Zählt das als Behältnis? Das schmeckt wie der Hustensaft, den mir Dad immer gegeben hat, wenn ich zu laut war. Ja, ob das Hustensaft war, I doubt it. Gegensprechanlage? Eines der wenigen Fernsprechgeräte in diesem Kaff. Warum bezahlen wir überhaupt einen eigenen Telefonisten, wenn eh keiner telefoniert? Ich weiß schon, warum ich keine Steuern bezahle. Können wir die benutzen? Nächster bitte! Ich bin wohl der Letzte. Umso besser. Wer soll nach mir auch noch groß kommen? Jo, Klingel. Oha. Jetzt geht die Schublade auf. Gut. Dann würde ich es jetzt mal mit den beiden Gefäßen, die wir gefunden haben, versuchen. Erstmal bei Wenzel im Keller. Ah, die ganze Plörre ist zum Glück weg. So, Glas.
Quelle. Ich will mit Wenzels stinkender Quelle nichts zu tun haben. Aber warum denn nicht? Da, ich sehe es ganz steil und da schon klar. Mann. Ich will mit Wenzels. Haben wir denn noch unsere Wünschelrute? Okay, die haben wir noch. Das heißt, der Plan mit dem Rathaus steht vielleicht noch, dass da irgendwo Wasser versteckt ist. Dann hoffen wir mal, dass das Glas nicht von der Batteriesäure zersplittert. Haha, ich habe die Säure abgefüllt, ohne mich zu verletzen. Hierauf will ich mein Glas erheben. Don't do it. Ich hoffe, es ist noch was drin. Ja, gut. Okay, das heißt, das Letzte, was uns fehlt, ist klares Wasser. Gut, ab ins Rathaus. Vielleicht ja hier irgendwo. Ich kann nicht empfehlen, sie in diesem Zustand zu bewegen. Was ist denn das für ein Zustand? Ich verstehe es immer noch nicht. Ich meine, ist sie tot? Nein, nein. Ihr Körper ist lebendig und gesund. Es ist ihr Bewusstsein. Es ist inaktiv. Also schläft sie? Es ist schon ein wenig komplizierter. Ich glaube, es hat mit diesem Implantat zu tun. Es ist defekt. Ein Bewusstseinsimplantat? Gibt es denn keinen Schalter? Eine Sicherung. Vielleicht sind die Kontakte verrostet. Das passiert mir bei meiner Gegensprechanlage ständig. Ich habe alles überprüft. Aber das ist elysianische Technologie. Ich habe keine Idee, wie man sie bedient. Ich habe ja nicht einmal einen passenden Schraubenschlüssel. Und wann kann ich sie denn endlich mitnehmen? Erst einmal muss sie aufwachen. Okay, okay, ich sehe schon. Diese Situation erfordert eine Regierungsentscheidung. Wir machen es so. Wenn du sie aufwecken kannst, kannst du sie auch haben. Und wenn ich sie aufwecke? Rufus, du hast hier nichts zu suchen. Aber ich habe einen Plan. Deine Pläne sind mir bekannt. Du denkst nichts richtig zu Ende. Alles, was du erreichst, ist ein großes Chaos. Das ist doch schon mal was. Gibt es eine Explosion. Na, das wollen wir doch mal sehen. Ich warne dich. Halte dich von dem Mädchen fern. So. Bürgermeister... Was? Tasche? Das schreit doch geradezu nach einem raffinierten Manöver. Das ist das erste Mal, dass ich ihn aufrecht stehen sehe. Wir quatschen nochmal. Oh, aber Rufus! Sie sind nicht unantastbar, Lothar. Oh Gott. Vergessen Sie das nie. Kann ich wirklich mit der Tasche irgendwas machen? Hier irgendwie... Spritze mit Taurin? Ich habe ihn nicht gewählt, damit er sich in meine Sachen einmischt. Habe ich ihn überhaupt gewählt? Oder irgendjemand anderen? Oh Mann, Politik ist echt kompliziert. Wir haben doch hier noch unser Narkotikum. Das wäre wie Öl ins Feuer gießen. In langweilig. Ja, gut. Sieh Wenzel? An, Wenzel ist auch da. Ist jemandem was zu essen runtergefallen oder warum kriegst du hier rum? Ich warte natürlich darauf, dass Gohl aufwacht, damit ich sie mitnehmen kann. Ha, träum weiter. Es stimmt zwar, dass Ameisen das Zehnfache ihres Gewichtes tragen können, aber warum sollte Gohl, wow, eine elysianische Orbit-Elfe, sich mit jemandem wie dir abgeben? Oh, Rufus, du hast mich immer unterschätzt. Sieh mich an. Ich bin ein gemachter Mann. Wer auch immer dich gemacht hat, der hat auf der Hälfte aufgehört. Ich bin reich, ich habe eine Wasserader im Keller. Du hingegen hast nicht mal einen Keller. Du hast gar nichts, Rufus. Na und? Daran erkennt man die Leute, die immer alles geben. Und was soll ich auch mit einem Keller in Kuwak? Ich gehöre hier nicht her, genauso wenig wie Gohl. Und wenn ich sie erst einmal aufgeweckt habe, werde ich sie nach Elysium begleiten. Du wirst schon sehen. Okay, jetzt ist die Frage, können wir mit der Wünschelrute irgendwas hier anfangen? Ja, so nicht. Beton. Hier gibt es kein Wasser, kein Wunder. Es hat seit Monaten nicht... Ja. Vielleicht in der Tasche vom Bürgermeister? Wollen wir das? Wollen wir diese Grenze überschreiten? Ja, komm. Ich habe ihn nicht gewählt. Hab ich ihn über... Oder... Oh Mann. Okay. So funktioniert das nicht. Gut, wir gucken weiter. Zur Post geht's immer noch nicht, ja. Wann ist es denn endlich offen, Lotti? Hallo, Lotti. Du schon... Bin ich jetzt... Ja, ich habe dich doch auch schon aufgerufen. Oder etwa nicht.
Ja, ja. Lass dich nicht. Vielleicht doch irgendwas hier im Büro des Bürgermeisters? Was haben wir da noch? Die Klingel? Er hat irgendwas von der Gegensprechanlage gerade gesagt, aber ich weiß nicht, ob das irgendwie relevant ist. Können wir die aufbohren? Haben wir den Bohrer noch? Ja. Besser nicht. Ich könnte ein Stromkabel treffen. Oder ein Wespennest. Oder mein Schulterblatt. Alles schon gehabt. Wie kommen wir an das Wasser? Es wäre so einfach. Ich meine, wir haben doch hier die Quelle bei Wenzel. Oder muss ich die irgendwie anders benutzen? Da, ich, und da schwimmt klar. Schnaps. Ich will mit Wenzels. Warum denn nicht? Ich will mit Wenzel. Mann, das ist doch. Ist doch Mobbing jetzt. Hier oben irgendwas mit Wasser? Nee. Jetzt die Frage, was nützt uns diese Wünschelrute, wenn wir sie nirgendwo benutzen können, ne? Vielleicht können wir jetzt hier einen Notruf absenden? Wisst du nicht warum? Ich habe ein. Hallo! Na toll, aber kaum versenkt. Ich probier's. So, Wassertank, aber das ist ja auch kein. Was machen wir denn mit dem das Schnaps? Das schmeckt wie der Hustensaft, den mir. Klares Wasser. Wo gibt's denn sowas? Ja, wo kriegen wir jetzt klares Wasser her, wenn nicht von Wenzel? Können wir für irgendwas die Wünschelrute? Irgendwie mit dem Baum? Der muss ja irgendwo Wasser herkriegen, oder nicht? Hier gibt es kein Wasser. Kein Wunder. Oh. Es ist der letzte Baum hier. Wo soll ich sonst... Schnaps. Cheers, Deponia. Bald bin ich dich los. Nee. Was ist denn mit diesem Feuerlöscher? Wofür haben wir den denn gebraucht? Oder war es schon die Lösung von irgendeinem Rätsel, den einfach nur... Der ist so schwer, ihn mitzunehmen. Aber rauszunehmen? Ich bin ja eh immer vor... Haben wir noch Luftballons? Können wir vielleicht den mit einem aufgeblasenen Luftballon verbinden? Damit er leichter wird? Ich kann das Ding nicht mehr... Nee. Jo. Schade, ne? Schade. Hier ist auch nix. Und hier ist auch nix mehr. Schade. Und hier? Wo sollten wir hier Wasser herkriegen? Notrufsäule in Tonis Laden, wüsste ich auch nicht. Was ist denn jetzt eigentlich mit dem Pulver? Das ist doch... Fehlen noch zwei Zutaten? Ach so, hier unten für das Pulver, das Aufputschmittel und die Bohnen. Ach so, das muss hier rein. Okay. Bohnen und Aufputschmittel. Ja, dann packen wir den da mal zu. Wo haben wir es? Aufputschmittel. Da. Rein. Aufputschmittel. Und inklusive Flasche und Chilischote. Eine rein ganze da. Chilischote. Zack und go. Ui, das sieht aus wie ein feuriges Pulver. Ich nenne die Mischung Rufus schonungslos. Der Jungfrauenkiller. Oder Retter? Nein, Killer klingt cooler. Und trifft's wahrscheinlich auch. Mehr. Das haben wir alles. So. Ja. Wasser. Klares, belebendes und klares. Klares Wasser. Wo kriegen wir das her? Glas mit energiereichem Wasser haben wir. Eine Spritze mit Taurin. Können wir das schon mal verbinden? Energiereiche Säure und belebendes Stierblut. Genau, was gutes Kaffeewasser braucht.
Zählt vielleicht der Schnaps als klares Wasser? Ich meine, so, wir nehmen es ja nicht so ganz genau mit den Zutaten. Sauber. Das besondere Wasser hätte ich schon mal. Was? Tatsächlich? Okay. Ach, weil es vielleicht klarer Schnaps ist? Ich habe das Wasser auf... Okay, ja geil. Dann haben wir es ja. Das ging jetzt noch schneller als gedacht. So. Hier ist der Typ. So, Lonzo. Hier hast du erstmal dein Pülverchen. Das Pulver habe ich schon mal. Zack. Und zu die Scheiße. Und ab in den Tank. Tank damit. So, das war's. Ich habe alle Zutaten gefunden. Wundervoll. Ich kann dir kaum sagen, wie gespannt ich bin, was jetzt passiert. Ich dachte, wir machen Espresso. Ja, du hast recht. Dies ist ein erhabener Moment. Wir sollten ihn nicht mit Bedenken über Atomkerninnendrücke zerstören. Atomkerninnendrücke? Höret ihr Götter der Vorväter! Mit edelsten Zutaten und unter höchster Kompression bitten wir euch, öffnet die Pforte zum Espresso-Versum! Au, Backe. Mehr Druck! Mehr Druck! Das wird ein epischer Espresso. Okay. Oha. Weniger Druck. Sind wir tot? Nein, das fühlt sich anders an. Wie du weißt, habe ich dem Tod bereits einige Male in die Augen geblickt. Ach ja, habe ich vergessen. Dabei fällt mir ein, trägt Toni noch immer diese Kontaktlinsen? Psst, da passiert was. Huiuiui. Rufus? Ach, da unten links. Aua. Ich glaube, das Zeug könnte seinen Zweck erfüllen. Können wir noch mal kurz mit Lonzo reden? Lonzo. Ah, Rufus, bist du gekommen, um mir beim Aufräumen zu helfen? Sicherheit nicht. Weißt du, ist gerade schlecht. Ich komm später, okay? Vor allem, was heißt aufräumen? Kann doch bleiben, wie es ist. Man braucht bestimmt noch einen weiteren Espresso irgendwann. Das wird der Hit. So, und jetzt ab zum Heldentum. Ich mach vorher nochmal einen Sicherheitssave. Speichern. Jo. Gut. Da, ab zur Bühne. Benutze den geilsten Espresso der Welt mit Goal. Was ist das für ein beißender Geruch? Das bin ich. Das ist Medizin. Sagt wer? Sag ich. Und wer ist hier der Arzt? Sag du. Sagen wir es zusammen? Ich. Unentschieden. Drei Gewinnrunden. Du. Ich. Ha. Gewonnen. Mist. Können wir es trotzdem benutzen? Was soll das werden? Das ist Medizin. Und wer ist hier der Arzt? Du. Dr. Gizmo? Was denn jetzt noch? Vielleicht funktioniert jetzt, also vielleicht müssen wir ihn weglocken. Und vielleicht funktioniert jetzt diese Notfallsäule. Ich glaub's zwar nicht, aber. So, Rufus. Gib Gas. Hallo, ich habe ein Verbrechen. Hallo. Na toll. Aber kaum, ich probier's. Was haben wir denn noch? Nicht viel, ne? Ein Bohrer. Niemals. Mein Toni wird es nicht noch einmal flicken.
Ach, wenn wir irgendwie diese Post aufkriegen würden, könnten wir vielleicht was machen. Oder müssen wir mit denen reden? Bringt es das irgendwie? Oder über die Gegensprechanlage? Nächster, bitte! Das sitzt auch so schon. Nicht einmal dem Vor. Autsch. Klingel, da geht nur das Ding auf, ne? Ja. Vielleicht mit dem Fernschreiber irgendwas? Diese Technik ist. Nee. Hm. Schwierig. Vielleicht doch reden. Irgendwas mit der Tasche von ihm. Aber was könnten wir ihm in die Tasche tun? Außer den Dietrich? Ich habe ihn nicht gewählt, damit habe ich ihn. Oder. Oh Mann. Was ist mit dem Messer? Einen kleinen. Oh, aber Rufus! Mein Fehler. Wieso Fehler? Bora? Oh, mein. Nee, nicht. Wünschelrute? Ich habe ihn nicht gewählt. Hab ich. Oder. Coupons? Ich habe ihn nicht. Oh Mann. Nee. Mann, wir haben doch jetzt den perfekten Kaffee. Jetzt noch? Ich will. Ich höre. Ich empfehle Bettruhe. Also. Schade. Diebstahl. Unmöglich. Das hätte meine Sie haben nee, das kennen wir schon. Sollte man seit da kommen wir nicht weiter. Doch kann. Was nicht? Es sei denn, du hast. Habe ich doch. Danke für nicht wirkt. Muss ich ihm das geben? Aber dann ist er das der Held. Hat versagt. Es wird Zeit für die lose Notizzettelsammlung. War das ein Nein? Mann. Okay. Wir müssen uns überlegen, wie wir den Espresso an den Mann bzw. an die Frau bekommen. Aber das ist eine Aufgabe für eine andere Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Und wie immer sage ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend.